der die Atmosphäre verließ, war der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin, der mit dem Raumschiff Wostok 1 1961 in den Weltraum flog. Am 20. Juli 1969 setzten Menschen während der Mission des amerikanischen Raumschiffs Apollo 11 ihren Fuß auf den Mond. Tatsächlich wurde im Koran offenbart, dass solche Entwicklungen und Erfolge eines Tages möglich sein würden. Und es wurde vor 1400 Jahren offenbart, zu einer Zeit, als es keine Raumfahrzeuge mit fortgeschrittener Technologie gab. Oh, ihr versammelten Dschinn und Menschen! Wenn ihr imstande seid, die Grenzen der Himmel und der Erde zu überschreiten, dann überschreitet sie. Ihr würdet sie aber nur mit einer Ermächtigung überschreiten können. Eine genaue Untersuchung ergab, dass dieses Vers hervorhebt, die Menschheit werde in der Lage sein, in die Tiefen der Erde und des Weltraums vorzudringen, jedoch nur mit Hilfe einer höher gestellten Macht. Alle Wahrscheinlichkeit nach ist diese höher gestellte Macht die überlegene Technologie des 20. Jahrhunderts. Tatsächlich fanden die von Allah im Koran vorgesehenen Ereignisse dank der fortgeschrittenen Technologie des 20. Jahrhunderts statt. Da sprach einer von ihnen, welche Schriftkenntnisse besaß. Ich bringe ihn den Thron von Königin von Saba, die er innerhalb eines Augenzwinkerns von dir. Und als er, Salomo, ihn vor sich stehen sah, sprach er, dies ist eine Gnade meines Herrn, mich zu prüfen, ob ich dankbar oder undankbar bin. Er, der Schriftkenntnisse besaß, sagte dem Propheten Salomon, Friede sei auf ihm, er könne ihm ganz schnell den Thron der Königin von Saba herbeischaffen. Ein weiterer erstaunlicher Fakt wird hier angedeutet, die Übertragung von Bildern mit heutiger moderner Technologie. Ein weiterer Vers dazu lautet, ein Kraftprotz von den Dschinn sagte, ich bringe ihn dir, noch bevor du dich von deinem Platz erhebst. Ich bin wirklich dafür stark genug und auch verlässlich. In unseren Tagen kann jede Art von Information in Sekunden überall hin in die Welt gesendet werden, dank des Internets und der Fortschritte in der Computertechnologie. Und die Forschung zur Übertragung von Materie dauert an. Einem CNN-Bericht vom 7. Juli 2002 zufolge ist es einer Gruppe Physiker von der Australian National University in Canberra gelungen, einen Laserstrahl zu teilen und ihn mehrere Meter weit zu übertragen. Pink Koilam, der Chef des Teams, sagte, die Transportation von Materie in ihrem atomaren Zustande könnte in Zukunft zur Realität werden. Genau wie es in den Versen offenbart wird. Eine Person, auf die in Zusammenhang mit Pharao Bezug genommen wird, ist Haman. Er wird in 6 Koranstellen erwähnt und daraus geht hervor, dass er einer von Pharaos engste Vertraute war. Überraschenderweise wird der Name Haman nie in den Abschnitten des Alten Testaments erwähnt, die sich auf das Leben des Propheten Moses beziehen. Diese Information aus dem Koran wird von archäologischen Funden unterstützt, die Jahrhunderte später gemacht wurden. Bis zum 18. Jahrhundert konnte man die Schriften und Inschriften des alten Ägypten nicht entziffern. Das altertümliche ägyptische Schriftsystem bestand aus Hieroglyphen und stilisierten Bildern, deren Kenntnis schon vor Jahrhunderten verloren gegangen ist. 1799
wurde das Geheimnis der alten ägyptischen Hieroglyphen entschlüsselt, als man eine Tontafel fand, die später der Rosetta-Stein genannt wurde und die auf das Jahr 196 vor Christus zurückgeht. Nachdem er entziffert war, hatte man wichtige Informationen erhalten. Der Name Haman wurde tatsächlich in ägyptischen Inschriften erwähnt. Dieselben Inschriften wiesen auch auf die enge Beziehung zwischen Haman und Pharao hin. Im Wörterbuch People in the New Kingdom, das auf der gesamten Inschriftensammlung basiert, wird Haman als der Vorsteher der Steinbrucharbeiter bezeichnet. Der Koranvers, der den Vorfall beschreibt, wie Pharao Haman befiehlt, einen Turm zu bauen, passt perfekt zu den archäologischen Funden. Und Pharao sprach: O ihr Anführer, ich kenne keinen anderen Gott für euch als mich. So brenne mir Tonziegel, o Haman, und mache mir einen Turm, damit ich zu Gott Moses emporsteige. Ich halte ihn allerdings für einen Lügner. Diese Entdeckung des Namens Haman auf alten ägyptischen Inschriften enthüllt erneut, dass der Koran von Angesicht Allahs herabgesandt worden ist. Auf wunderbare Weise liefert uns der Koran historische Informationen, die man zur Zeit des Propheten nicht besessen oder verstanden haben kann. Pharao und seine Vertrauten hatten sich in ihr polytheistischen System und ihren heidnischen Glauben derart verrannt, dass nicht einmal die Botschaft des Propheten Moses, der weise war und spektakuläre Wunder wirken konnte, sie von ihrem bodenlosen Aberglauben abbringen konnte. Sie sagten dies öffentlich. Aufgrund dieses Hochmuts sandte Allah ihnen Plagen, um sie bereits in dieser Welt zu bestrafen. Der Koran berichtet uns darüber. Und so sandten wir über sie die Flut und die Heuschrecken und die Läuse und die Frösche und das Blut. Lauter deutliche Zeichen. Sie aber benahmen sich hochnäsig und bleiben ein sündiges Volk. Diese Ereignisse, die der Koran hier schildert, sind durch die im 19. Jahrhundert erfolgte Entdeckungen des Ipuwest-Papyrus, dessen Alter auf das mittlere Königreich zurückgeht, bestätigt worden. Die Details über die Katastrophe, die die Menschen in Ägypten heimsuchte, entsprechen genau denen im Koran. Die Pest liegt über dem Land, Blut ist überall. Der Fluss ist voll mit Blut. Wahrlich, was gestern noch zu sehen war, ist verschwunden. Das Land ist seiner Schwäche überlassen, wie der Flachs, der geschnitten wird. Das untere Ägypten weint. Der gesamte Palast ist ohne Einkommen. Ihm stünden eigentlich Weizen und Gerste, Gänse und Fisch zu. Wahrlich, überall ist das Korn zugrunde gegangen. Die Städte sind zerstört. Das obere Ägypten liegt trocken. Die Wohnstadt wurde in einer einzigen Minute umgestürzt. Anfang der 1990er Jahre wurde eine bedeutende archäologische Entdeckung gemacht, eine arabische Stadt aus dem Altertum. Die besondere Faszination des Fundes liegt darin, dass es sich um die Stadt handele, in der die Ad, die im Koran erwähnt, gelebt haben. Es war Nicolas Klepp, ein bekannter Dokumentarfilmer und Archäologiedozent, der die im Koran erwähnte Stadt fand. Arabophil, wie er war, war er während seiner Forschungen über arabische Geschichte auf ein hochinteressantes Buch gestoßen. Das Buch bezog sich auf Uba, eine sehr alte Stadt
und auf